Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal ein Weihnachtsgeschenke-Haul, also was ich alles so um die Weihnachtszeit bekommen habe. Und ja, wir beginnen mit Heiligabend und da habe ich von meinem Bruder solche Glocken, die sind von Showmaster, in so schwarz mit so richtig fetten weißen Lammfell bekommen für die Paola. Und ja, die sind mega, mega schön und da habe ich mich echt drüber gefreut, dass ich die bekommen habe, weil ich wollte einfach nochmal so schwarze Schlichte haben. Dann habe ich ja dieses eine Niki-Set und dazu hatte ich ja nur graue Bandagen und keine pinken. Dann meine Schwester pinke bei eBay noch gefunden und die hat, da stand halt auch drin, gar nicht benutzt und so. Jetzt habe ich halt die passenden pinken Bandagen dazu, freue ich mich sehr drüber. Und ich habe ein oder zwei Tage drei Tage glaube ich sogar noch vorher geschaut, ob da pinke Bandagen sind. Dann habe ich ein paar gefunden, ein paar. Und da war halt auch so eine Beschreibung drin, halt nie benutzt und so. Und dann habe ich halt vergessen, meinem Papa zu sagen. Und dann am nächsten Tag waren sie weg. Ja, da war meine Schwester schneller und so habe ich ihr nämlich das gesagt. Und da war sie anscheinend richtig schnell. Dann habe ich hier noch so eine Mütze bekommen, die ist von Felix Bühler. Die fand ich so cool, weil die hier so einen bunten Bommel hat. Und sonst ist die halt schlicht dunkelblau. Die ist so ein bisschen dünner, also so schmaler geschnitten. Und die gefällt mir auch richtig, richtig gut. Dann habe ich an Heiligabend noch Röckelhandschuhe bekommen. Und zwar diese Winterhandschuhe. Und ich komme mit denen richtig, richtig gut klar. Die sind in schwarz und haben auch so braun hier so an diesen Stellen bei den Fingern und so haben die halt so braun abgesetzt. Dann habe ich eigentlich noch Gamaschen bekommen für Paola, Streichkappen und Gamaschen halt. Nur leider waren die Gamaschen ein Ticken, also sie hätten gepasst, aber sie waren schon so ein Ticken zu lang. Und ja, die Streichkappen waren halt auch so ein Ticken groß. Und zwar waren das diese hier. Achtung, Dusky. Ich schleiche mich mal hier lang. Und zwar diese hier mit dem Glitzer. Und dazu halt die passenden Streichkappen in so einem Walnussfarbenton mit so Glitzersteinchen dran. Und man erkennt das gar nicht so richtig gut. Naja, auf jeden Fall waren die mega, mega schön, aber jetzt passen die halt leider nicht. Jetzt darf ich mir aber halt noch andere aussuchen. Und ja, die kriege ich dann halt noch. Weil das waren eigentlich so Gamaschen, wo ich gedacht habe, die kann man gut fürs Turnier benutzen, weil die auch so Glitzer haben und halt so schön wirken. Also auch schön natürlich sind. Und das Highlight, was ich bekommen habe, ist dieser Helm. Oh mein Gott, der ist so schön. Ich habe ja einen Ufex-Helm in braun und jetzt habe ich denselben in schwarz bekommen. Und jetzt habe ich endlich für die Dressur wieder einen schwarzen, weil für die Turniersaison hätte ich ja eh einen gebraucht. Und jetzt habe ich den wirklich bekommen, das ist so cool. Und ja, jetzt habe ich zwei Stück. Also für Springen und für Dressur bin ich sehr, sehr froh drüber. Und ich bin echt happy, war ich da, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich den Helm hier bekomme. Und jetzt, ja, kann alles kommen, also auch Turniersaison und so. An zweiten Weihnachten habe ich dann auch von meinen Eltern die braune Springgerte bekommen. Die ist auch richtig schön und zwar ist die hier vorne am Griff, hat diese Glitzer und ist so samtig. Und halt im Braun wegen braun Springset. Hallo! Und ja, darüber habe ich mich auch sehr gefreut, weil wir hatten zwar so eine schwarze, aber wir haben die halt nie so benutzt. Und jetzt habe ich halt eine braune passend zum braunen Set für Paola und darüber habe ich mich auch echt mega gefreut. Und ja, dann habe ich noch von meinem Patenonkel, das ist so cool, ein Appassionata-Ticket bekommen. Also er hat sich halt auch noch eins geholt, deswegen zwei Stück. Mega cool.
Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Appassionate kennt und da schon mal wart. Ich war das nämlich noch nie, aber ich kenne das halt, diese Pferdeshow. Und wie ihr es fandet. Also, ich bin echt sehr aufgeregt und freue mich mega. Das ist halt leider erst am 22. Juni 2019 natürlich. Und ja, aber ich freue mich sehr, sehr darüber. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich sowas Cooles auch bekomme am zweiten Weihnachten. Also, falls du das siehst, vielen, vielen Dank. Und halt hier in so einer Hülle. Und ich bin echt schon gespannt, wie die so ist. Also diese Werbung und so, die ja öfters mal kommt, fand ich schon immer richtig cool. Meine Schwester war ganz früher, hat sie mir erzählt, schon mal da. Und das war auch schon mega schön. Ja, deswegen bin ich ja echt gespannt drüber. Jetzt habe ich von meinen ganzen Verwandten und Oma und Opa noch Geld bekommen, so ein bisschen, damit ich so ein bisschen shoppen gehen kann oder falls ich noch was fürs Pferd will oder so. Und dann noch die Süßigkeit, also Ferrero Rocher, falls ihr das kennt. Ja, das waren mal zwei rein, Julian. Ich habe schon eine gegessen. Wir lieben die nämlich und dann teilen wir uns die immer. Die habe ich halt dann auch noch bekommen. Und ja, das waren meine Geschenke. Ich finde, die waren mega, mega cool. Also an alle, die mir die Sachen hier geschenkt haben, nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, ich würde mich mal interessieren, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Das könnt ihr mir ja dann auch gerne noch zusätzlich in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und der Dusky hofft das auch. Und der Dusky hofft auch, dass ihr ein Abo und einen Daumen hoch da lässt. Und ich glaube, er findet das gerade nicht so toll. Hi. Naja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!